Information. Intuition ist immer die erste Information. Sobald ich anfange zu denken, will ich, nein, es müsste doch eigentlich das sein, ist vorbei. Das Erste, was auftaucht, ist das, worum es geht. So abwegig sich das auch anfühlt, anhört oder aussieht, völlig egal. Ja, aber man könnte, was ist denn... Was ich dieses Spielen gehen meine. Also einfach wie ein Kind, das jetzt einfach dem folgt, was es gerne machen möchte, egal wie das Kinderzimmer hinterher aussieht, ne, sag ich jetzt mal, oder egal wie die Klamotten hinterher aussehen. Okay, das heißt, du beginnst so eine Sitzung und versuchst quasi dieses erste Bild zu bekommen. Das ist also sehr wichtig. Und dieses Bild zeigt dir einfach, um was es hier in dieser Sitzung wirklich gehen wird. Aber wie kannst du jetzt verhindern, dass das nicht ein Bild ist, das sich aus deinem übrigen Tagesablauf heraus ergibt? Ich meine, du hast gerade Hunger und denkst an Cornflakes. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie... Da geht es sicher nicht um Cornflakes, ne? Also jetzt so einen Ablauf zu erklären, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit geführt. Wenn ich jetzt, damit beginne ich jetzt nicht eine Sitzung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer passenden Ressource frage oder gucke, was passt jetzt da gerade zum Weiterkommen, dann kann so ein Bild kommen. Wenn ich ja jetzt in der Arbeit bin, klar, dann spüre ich das ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Also wenn ich merke, ich bin nicht im Prozess oder ich bin nicht in Verbindung mit der Person, kriege ich das ja auch mit. Aber wenn mir jetzt mein Verstand trotzdem als Symbol die Müsli-Packung zeigt, dann ist es so. Dann ist es in dem Moment vielleicht meine innere Assoziation dazu. Ich habe aber nach den hilfreichen Ressourcen gefragt. Dann ist es jetzt egal, ob ich jetzt eine Müsli-Packung gezeigt kriege oder eine Tempopackung. Es ist für mich in dem Fall nur der äußere Schein dessen, wonach ich frage. Verstehst du, wie ich meine? Es geht immer um das, was ich gefragt habe. Ich stelle eine Frage in die Matrix, die Antwort ist prompt da. Okay. Also das wird jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu kompliziert, wenn du das so hinterfragst. Na doch, ich hinterfrage das aber, weil darum geht es ja. Also ich meine, ich möchte das verstehen. Ich möchte verstehen, was das genau ist. Ich meine, ich kann es mir schon ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Aber... Na ja gut, also du stellst also eine Frage oder innerhalb während der Sitzung eine Frage und dann hast du einfach gelernt, diese Bilder zuzulassen und möglichst ungefiltert quasi zu dir genau durchdringen zu lassen. Das ist so ein bisschen Übungsprozess, das einfach immer weiter weg von den eigenen Bewertungen und dem, was man äußert, dabei zu denken, oh Gott, was ist denn das? Ja, sondern einfach, okay, interessant, was haben wir denn heute? Und es ist jedes Mal anders. Es ist bei jeder Person, in jeder Situation jedes Mal anders. Und ich bin jedes Mal begeistert davon, was ich da an Informationen kriege oder was ich jetzt damit an Impulsen habe, weil es jedes Mal so verrückt ist. Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass das sehr schwer zu erklären ist. Ja, ich würde da nicht jetzt in die Enge drängen, aber ich meine, genau das geht es mir natürlich, dass das irgendwie verständlicher wird. Aber ich kann es mir schon vorstellen, also man hat das ja auch manchmal, dieses Gefühl, jemand sagt, ich habe da irgendwie ein Problem mit dem und dem und man hat irgendwie so diesen ersten Gedanken. Und mir ist es schon oft passiert, den habe ich dann wieder weggeschoben, weil ich mir gedacht habe, naja, gut, wie komme ich jetzt drauf? Ich habe es mir selbst nicht geglaubt. Und dann plötzlich, so nach Tagen oder Wochen, stellt sich heraus, es war tatsächlich das und es fällt einem dann wieder ein, das war mein erster Gedanke. Das meinst du, oder? Wenn du jetzt nach der Intuition fragst, ja. Also ein Beispiel von mir für absolute Intuition, was ich mein Leben lang nicht vergessen würde. Es ging darum, mir den Platz für eine Familienaufstellung zu sichern. Und ich sollte das mit zwei anderen Personen ausfechten. Also in der Form, wir diskutieren das miteinander aus, verhandeln, was auch immer. Für mich war klar, das ist meine Aufstellung. Also ich hatte ein klares Ziel. Ich habe mir diese Aufstellung nicht gewünscht. Für mich war klar, die gehört mir. Also das mal nur mal vorausgeschickt. Das so mal als Information zu dem, wie ich mit Gedanken oder meiner Einstellung mein Äußeres kreiere. Okay, ich habe mich also mit den zwei Mitstreitern auseinandergesetzt. Die eine hat sich gleich verabschiedet nach dem Motto, ich bin co-abhängig Deluxe, ich trete zurück, sage ich, prima, sind wir nur noch zu zweit. Dann habe ich mich mit der anderen Person eben, habe ich das ausdiskutiert und für mich war klar, nee, für mich genauso wichtig, okay. Und dann ist genau das passiert, was die andere Person nicht wollte. Der Aufstellungsleiter wollte das auslosen.
Für mich war das egal, weil für mich klar war, die gehört mir. Okay, sind wir also in den Raum zurück. Wir sollten uns eine Zahl zwischen 1 und 10 ausdenken. Er würde sich eine auf den Block schreiben. Ich denke zuerst 7. Denk weiter, so nee, die 1. Dann so, Moment, was war die erste Information? 7. Ich habe 7 gesagt. Der Aufstellungsleiter fragt seinen Assistenten, was steht hier? Bingo, die 7. Hätte ich 1 gesagt, hätte ich verloren, weil mein Mitstreiter hatte die 2 gewählt. Okay. Also, aber du trennst halt trotzdem zwischen Intuition und zwischen diesem Befragen der Matrix. Das ist für mich ein und das dasselbe. Also ist dasselbe, okay, dann habe ich die falsch verstanden. Weil da muss ich mich intuitiv darauf einlassen. Das sind diese Impulse, die da kommen. Ja. Nein, und das ist dieses Spielen gehen. Und wenn ich offen bin und sage, Mensch, jetzt gucken wir mal, was da so ist, dann ist das meine Intuition. Ich frage und kriege eine Antwort. Ja, weil ich anfange zu überlegen, zu bewerten, bin ich schon beim Verstanden, es ist keine Intuition mehr. Und der Unterschied ist jetzt, natürlich ist eigentlich beides Intuition, klar. Der Unterschied ist dann eigentlich, dass du im einen Fall quasi dich der Frage stellst und im anderen Fall, wenn du einfach eine Eingebung hast, was reinfällt in dein Bewusstsein, nachdem du zwar nicht gefragt hast, das sich aber als nützlich herausstellt. Du, ich habe bei der Aufstellung ja auch nach einer Zahl gefragt, nach einer Zahl zwischen 1 und 10. Ja, ich habe jetzt ja mein Beispiel genannt. Also mir ist es dann, passiert es dann eher so, dass, also in den wenigen Beispielen, wo ich jetzt versuche, das nachzuvollziehen, dass ich dann eher das plötzlich halt vor mir habe und man denkt, wo kommt das jetzt her? Und in letzter Zeit versuche ich es dann immer nicht eben wegzuschieben, sondern diese Momente dann wirklich oder diese Informationen dann festzuhalten. Aber da ist dann für mich jetzt und wahrscheinlich auch für viele der Hörer das Problem, wie trenne ich die Spreu vom Weizen, wie kann ich das Rauschen ausfiltern? Ne? Wie kann ich, so wie du jetzt in deinem Beispiel beschrieben hast, du hast zuerst die 7 und dann aber doch die 1. Ne? Also das Hirn schaltet sich ja immer wieder ein. Ne? Ja. Und wie kann ich das ausschalten? Ne? Wie kann ich verhindern, dass ich quasi den Kanal nicht verunreinige, wenn man so will, mit meinen vordergründigen Tagesgedanken? Ja, das ausprobieren. Also immer wieder sich in so eine Situation vielleicht auch bewusst begeben und sich dann Sachen zu fragen und dann zu gucken, was taucht denn da ganz schnell auf und das festzuhalten. Ja. Also es ist im Grunde keine schwierige Sache. Nur diesen, also ein bisschen diese Übung haben, sich immer wieder in so Situationen begeben und gucken, was kommt. Okay, was kam als zweites? Sich das vielleicht aufschreiben und dann nochmal zu gucken, was war denn vorher? Und sich das dann zu merken. Also man weiß ja schon, was zuerst auftauchte, oder? Ja, also so ist meine Erfahrung. Meistens weiß man es, ja, das ist richtig. Vor allem die Erfahrung, dass man immer weiß, was zuerst auftauchte. Das ist richtig. Diese Arbeit kann man ja auch, also du sagst, Zeit und Raum spielt da nicht wirklich eine Rolle. Ist für mich irgendwie dann logisch in Anführungszeichen oder nachvollziehbar. Das heißt aber, dass man auch quasi in die Vergangenheit rückwirkend Einfluss nehmen kann auf eine gewisse Art. Ja, wenn man das konsequent denkt, ja. Also es ist ja dann auch wieder die Hilfe, wir nehmen Einfluss in die Vergangenheit. Wenn wir sagen, ist alles gleichzeitig vorhanden, dann ist es ja gar nicht die Vergangenheit, sondern wir drehen jetzt hier ein Rädchen, da ein Rädchen in unserem Leben zum Beispiel. Und da gibt es so nette Tools, wenn wir jetzt in der Matrixarbeit sind, dass wir in der Vergangenheit schauen, welche Ursprungsereignisse zum Beispiel im Thema drin sind. Weil die Seele hat ja die schöne Eigenschaft, Themen immer und immer wieder zu wiederholen, in dem Versuch, sie dieses Mal zu lösen. Ne? Das kennen wir ja alle, dass wir zum Beispiel immer den gleichen komischen Arbeitgeber haben oder immer die gleiche komische Beziehung. Jetzt habe ich mir schon wieder den gleichen Typen geangelt oder was auch immer. Und da sind immer Themen drin, die Seele versucht zu heilen. Und das ist diese Schleife, die wir da eben fahren. Und es kommt so oft und immer schwieriger, bis wir irgendwann den Haken finden, den wir dieses Mal andersrum einbauen. Also indem wir nicht gleich handeln wie damals, sondern uns das Thema anders angucken können und da was anders dieses Mal machen oder etwas in die Heilung bringen.
Und wenn wir da so eine Schleife drin haben aus einer früheren Verletzung vielleicht, was auch uns nicht bewusst ist als einjähriges oder zweijähriges Kind, und es wird durch bestimmte Ereignisse auch immer wieder in die Erinnerung geholt und wir fühlen uns dem entsprechend, weil wir es ja gerne gelöst haben wollen, dann kann man mit der Matrix solche Ursprungsereignisse transformieren. Das heißt, wir fühlen uns da rein und schauen, wo kriege ich eine Reaktion, und an der Stelle transformiere ich das. Das heißt, ich löse diese Endlosschleife, nehme aber die Erfahrung mit. Also dass es für heute transformiert ist, und dann wird ein Thema auch leichter zu verändern. Und diese Endlosschleife, beschreibt es nochmal, wie äußert sich die jetzt? Indem ich mir immer wieder gleiche schwierige Situationen kreiere. Ja, wie zum Beispiel das Thema mit der gleichen komischen Arbeitsstelle, wo ich immer Stress mit den Kollegen habe vielleicht. Oder die gleiche Beziehung. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Mensch, jetzt habe ich mir schon wieder so einen komischen Typ geangelt. Ich komme immer an die gleichen Männer oder an die gleichen Frauen. Entschuldigung, das ist ja völlig egal. Ich spreche halt von meiner Seite, da liegt es nahe, dass ich von denen vielleicht spreche. Und das gibt es auch bei mir, dass ich mir in der Beziehung zum Beispiel immer die gleichen Situationen erlebt habe und die immer schlimm waren, bis ich dann irgendwann einfach verstanden habe, hier muss irgendwas anders laufen, ich muss hier irgendein Thema lösen. Und wenn das eine Erfahrung von ganz früher war, ist mir das ja nicht bewusst, was hier einklingt. Und sowas kann man dann lösen, damit es sich nicht immer und immer wieder wiederholt. Du hast ja auch eine ziemlich starke Grippe. Ich hoffe, es geht dir gut noch mit der Sendung. Also wir kommen jetzt dann eh schon ans Ende. Aber übrigens auch danke, dass du trotz deiner Grippe dich bereit erklärt hast heute zu diesem Live-Interview. Kann man sich eigentlich auch bei so einer, wenn jemand zum Beispiel eine große Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten hat, kann man, nehme ich an, auch auf diese Art bearbeiten, ne? Indem man versucht herauszufinden, was bedeutet diese Erkältungskrankheit für mich? Warum? Oder? Ich meine, ich nehme an, dass auch solche banale Dinge bearbeitet werden können. Also in letzter Konsequenz wird es dann irgendwann bewusst werden können. Ja, das ist richtig. Also kann ich auch von mir sprechen. Ich war früher sehr, sehr oft krank, immer sehr lange krank, bis ich dann irgendwann verstanden habe, warum ich rauche, um mich noch schneller krank zu kriegen. Ich war nie ein Suchtraucher. Ich habe so 2, 3, 4, 5 am Tag geraucht. Sobald ich krank war, habe ich keine Zigarette mehr angefasst. Das ist ja untypisch für einen Raucher. Und war für mich dann irgendwann bewusst, ich bin krank, um mich aus der Verantwortung zu nehmen. Weil ich damit irgendwas verbunden habe, dass ich es mir leichter mache, scheinbar im Leben. Also alles hat ja so einen Sekundärnutzen. Und wenn wir das irgendwann bewusst haben, dann können wir uns neu entscheiden. Und so war es bei mir, dass ich von diesem Tag an gesagt habe, okay, es muss auch mit weniger krank gehen. Ich werde andere Wege in meinem Leben finden, um mit Belastung oder Überbelastung fertig zu werden. Wenn es gar nicht mehr geht, klingt sich mein Körper sowieso aus, wie er es gerade tut, weil ich weiß, ich brauche eine Pause. Das ist so mein Signal. Das ging am Mittwochmittag los, nachdem ich die Webseite fertig hatte, die ganzen Flyer angekommen waren und die neuen Visitenkarten. Ich wusste, okay, ich kann runterfahren. Dann freut sich mein Körper und sagt, okay, jetzt fahr aber wirklich runter, indem ich dich ein paar Tage mal ins Bett lege. Also das sind dann so Bewusstwerdungsprozesse, die dann stattfinden, unterm Strich. Dass das dann irgendwann bewusst mitkriegen, was hier läuft, ne? Wo sind eigentlich die Grenzen in dieser Arbeit?